vor Blitzern plötzlich abbremsen und danach weiterrasen. Diese Gefahrenquelle im Straßenverkehr will das Land Niedersachsen abbauen mit einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage, dem Section Control System. Hier an der B6 zwischen Gleidingen und Rethen wird die Anlage getestet. Auf 2,2 Kilometern erfasst ein Streckenradar die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ihr Fahrzeug wird an einem sogenannten Einfahrtsquerschnitt von hinten fotografiert. Das Kennzeichen wird extrahiert und verschlüsselt. Das Gleiche vollziehen Sie im Prinzip an einem sogenannten Ausfahrtsquerschnitt. Ein Computer errechnet dann aus Zeit und Weg die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wer auf der Strecke allgemein so schnell war, wird geblitzt. Der Verkehrsfluss ist ruhig und gleichmäßig. Die Anlage zeigt Wirkung, dabei ist sie noch nicht einmal in Betrieb. Erst im Herbst soll es einen 2-wöchigen Test geben. Dabei hat sich das System bereits in anderen EU-Ländern bewährt. Erst unlängst ist in Irland eine Strecke von etwa 220 Kilometern mit dem sogenannten Section-Control-System bestückt worden. Und die Ergebnisse, die liegen einfach auf der Hand. Sie senken das Geschwindigkeitsniveau, sie senken Geschwindigkeitsspitzen, sie haben einen harmonisierten Verkehrsfluss und letztendlich vermindern sie, und das ist das Entscheidende, die schweren Verkehrsunfälle mit den schweren Verkehrsunfallfolgen. Zahlreiche Unfälle und 3 Tote allein im letzten Jahr. Die Strecke war bei Rasern beliebt. Bei Kontrollen hatte die Polizei Spitzengeschwindigkeiten bis zu 160 Kilometern pro Stunde festgestellt. Seit Bau der Anlage gab es weniger Übertretungen und nur 2 leichte Wild- bzw. Baustellenunfälle, sodass eine deutschlandweite Einführung angedacht ist. Ist der Testbetrieb erfolgreich und stimmen Physikalisch-Technische Bundesanstalt bzw. der Landesbeauftragte für Datenschutz zu, geht die Anlage zunächst für 6 Monate in den Echtbetrieb. Dann werden die Daten der Temposünder gespeichert, während alle anderen Fotos vernichtet werden. Die Daten werden sofort und nicht wiederherstellbar gelöscht. Sie werden auch sofort überschrieben. Das ist eine Vorgabe aus dem Bereich des Datenschutzes. Die neue Geschwindigkeitsauswertung scheint fairer als gewöhnliche Blitzer. Es geht nicht um Pechvögel, die punktuell oder sogar versehentlich zu schnell fahren, sondern um chronische Bleifüße, die bestraft werden sollen.